Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer. Wir sind wieder zurück im antiken, nein, nicht im antiken, im mittelalterlichen Byzanz, im byzantinischen Kaiserreich mit unserer Königin des Teilreiches von Anatolien, mit Sergia, die jetzt langsam in die Jahre kommt, ein bisschen aufgegangen ist im Gesicht schon. Und die jetzt hier noch zwei größere Aufgaben hat. Zum einen hier diesen Krieg erfolgreich abzuschließen, das ist aber eigentlich nur noch eine Formalität. Die Armeen wurden jetzt wirklich vernichtend geschlagen. Unser Kriegsstand tickt hoch und wir brauchen eigentlich nur weiter diese Armee verfolgen, bis sie vollständig vernichtet ist, und dann sollten wir schon bald bei 100% angekommen sein. Also das ist kein Problem. Dann habe ich mal nachgeguckt, entsprechend einer möglichen Heirat. Da gibt es leider noch keinen wirklich guten Kandidaten. Aber es deutet sich, finde ich, schon an, wenn ich mal hier reingucke, dass es doch interessante Kandidaten geben kann. Also wir könnten zum Beispiel schauen, dass wir vielleicht nach einem möglichst alten Mann Ausschau halten, der im Idealfall Ämter bekleidet, die hier eigentlich alle von Minderjährigen gehalten werden. Was lustigerweise dazu führt, dass wir fast schon den Despot von Griechenland mit uns verloben könnten. Ich habe das mal ausgetestet hier und ihr seht, es ist zwar nein, aber es ist sehr, sehr knapp. Ich glaube 15 zu 11 steht es irgendwie. Und bei dem Dux hier, wo war er denn? Ein Dux, Misael, ein Dux, der übrigens hier von dieser großen Dynastie Isauros abstammt, die ja eigentlich lange die Kaiser gestellt hat, und der hier, glaube ich, auch hier irgendwo auf Sardinien unterwegs ist mit seinen Besitztümern. Und den könnten wir auf jeden Fall an uns sogar verloben. Das finde ich aber jetzt ehrlich gesagt, also einerseits ist es natürlich der Altersunterschied, wir können kein Kind mehr gebären, das ist alles negativ. Das ist natürlich krass, ne? Also einen 6-Jährigen mit uns zu verheiraten, ja, das wäre im Mittelalter durchaus noch denkbar. Aber es würde uns ja nicht wirklich etwas bringen, weil mal abgesehen davon, dass der keinen Nachfolger hat, ups, jetzt habe ich den weggeklickt, würde hier ein anderer Graf einfach nachfolgen. Und da hätten wir, glaube ich, keine wirkliche Möglichkeit, hier uns durch Erbschaft reinzubringen. Aber es könnte ja interessanterweise so sein, dass es mal bei einem sehr alten Charakter möglich ist. Von daher will ich mir die Möglichkeit hier auf jeden Fall aufrechterhalten, dass wir hier einfach ja nach Abschluss jeder aufgenommenen Folge nochmal reinschauen, ob sich hier was geändert hat. Ich habe den Filter auch gespeichert und dann können wir da was Sinnvolles nehmen. Alle anderen machen meiner Meinung nach keinen Sinn. Das hier ist zum Beispiel ein Stammeshäuptling. Da dürfen wir den Titel sowieso niemals von übernehmen, weil der hier einer anderen Grundart angehört. An Liegenschaft oder wie man das nennt. Ich muss mal gerade gucken, wo befindet sich das eigentlich hier? Religion, Kulturen, Wirtschaft, hier Regierungsform. Wir sind ja im Feudalsystem, aber aus irgendwelchen Gründen existiert, hier war das, glaube ich, ne? War das Albanien? Nee, Albanien, oder war das hier direkt? Nee, ist auch eine Stadt. Irgendwo hier war das, genau. Das ist dieser Stamm von Kaketi. Und der, ja, der passt gar nicht rein, der wird auch immer wieder neu besetzt durch anscheinend zufällige Charaktere. Es gibt also gar keine Verlaufsgeschichte hier, da kommen wir gar nicht dran. Oberbürgermeister machen auch keinen Sinn, denn die Ämter oder die Besitzer werden ja immer durch Wahl erworben. Da können wir, glaube ich, gar keinen Einfluss drauf nehmen. Bei Äbten sieht es auch so aus. Da gibt es auch wieder so eine zufällige Neuwahl aus den inneren Kreisen der Religionsangehörigen oder der praktizierenden Mönche oder Priester, sollte man vielmehr sagen. Also da können wir auch gar nichts mit anfangen mit solchen Ämtern. Grafen, idealerweise Dux oder sogar Despoten. Das wäre ideal, wenn wir solche Leute irgendwie im hohen Alter, falls mal irgendwo die Frau ganz kurzfristig stirbt, so wie bei uns der Mann ganz kurzfristig gestorben ist, dann haben wir da wieder Möglichkeiten. Und ich glaube, Königin Sergia ist durchaus machtbewusst. Sie ist nicht ehrgeizig jetzt hier als Eigenschaftstrait, aber sie ist, glaube ich, wirklich machtbewusst und weiß, dass ihre Dynastie nur von vielen Domänen auch profitieren kann. Und deswegen, sie ist hinterlistig im Übrigen ja auch und eine unnachahmliche Ränkeschmiedin, und sie ist sehr fähig im Intrigenbereich. Also sie weiß schon, wie man sich vielleicht so einen Titel auch erschleichen kann im Zweifelsfall. Gut, dann lasst uns mal weiterspielen hier. Wir verfolgen die Armee, die sich jetzt irgendwie hier Richtung Arni bewegt. Das ist in Ordnung. So. Ich denke, dass wir bei Geschwindigkeit 3 erstmal bleiben.
dass wir hier nicht die Armee aus den Augen verlieren. Wir könnten uns natürlich auch um diesen sunnitischen Aufstand sogar selbst kümmern. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Kaiser da unterstützen will. Das muss ich gleich nochmal gucken. Da wurde einer aus dem Kerker entlassen. So, Innocentios der Edle ist einer Erbfolgefraktion, Erbteilungsfraktion beigetreten für den Kaiser. Also hier geht's richtig rund. Wir sind ja selbst auch Teil der Hypatios-Nachfolger-Fraktion. Wir haben 106%, also vielleicht wird das sogar bald noch was. Könnte spannend werden, ob wir da hier noch zu etwas kommen. Ja, okay, jetzt endet das ganze Ding ergebnislos. Casus Belli ist nicht mehr gültig. Warum jetzt genau das Ganze nicht mehr gültig ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob der Kaiser irgendwie Einfluss genommen hat, ohne dass wir es jetzt erfahren haben oder so. So, Einheit dürfen wir nicht auflösen. Diese Einheit hier im Übrigen hatte ich noch vergessen. Die steht die ganze Zeit hier auf Mallorca rum und macht Urlaub auf Malle. Nein, natürlich nicht. Aber die sind wirklich dort ziemlich schlecht aufgehoben gewesen. So, jetzt aber kann ich die Einheit. Ja, genau, wir wollten ja erstmal gucken, was mit dem Kaiser hier los ist. Ne? Also, ja, die Kaiserin, ich vergaß, mit 9 Jahren Basilissa Nikarete. Also meine Meinung von ihr ist ziemlich schlecht. Wir sind ja auch nicht umsonst hier einer Fraktion beigetreten. Von daher würde ich sagen, das lassen wir jetzt mal ihr Problem sein. Es handelt sich nicht um eines unserer Gebiete. Von daher fühlen wir uns auch nicht zuständig und lassen nur unser Gefolge hier bestehen und lassen das Gefolge zurück marschieren. Und schauen mal, was wir sonst noch so machen können. Also Heirat fällt ja leider erstmal flach. Wir haben schwache Ansprüche, die wir erzwingen könnten. Wir könnten Samuel von Colonnea versuchen, auf den Kaiserthron zu heben. Dann gehen wir natürlich in einen Krieg gegen die Kaiserin. Aber so einen Alleingang halte ich jetzt wirklich für schwierig, da wir hier gegen diese große Armee doch hoffnungslos unterlegen wären, oder? Ja, schon ziemlich unterlegen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Was wir aber gucken könnten, wir könnten versuchen, Duke Samuel als Gleichrangigen zu erheben. Die Frage ist, wäre uns daran überhaupt gelegen? Duke Samuel, der Unfertige, 50 Jahre alt. Ja, unsere Meinung ist ganz gut. Es ist unser Hofarzt, aber es ist auch ein Neidhammel. Wüsste jetzt nicht, warum ich ihn gerade auf irgend so ein großes Amt heben sollte. Vor allen Dingen liegt uns ja mehr an so einem Titel, dass wir noch ein weiteres Königreich übernehmen würden. Da wollen wir jetzt ja nicht irgendjemand anderen reinholen, auch wenn er von der Isaurus-Dynastie ist, die ja viel Ehre mit sich bringt. Für uns selbst können wir hier schwache Ansprüche sowieso nicht geltend machen. Wir haben ja hier die Jura-Ansprüche, also zum Beispiel auf Ephesos. Aber ja, auch da ist nach wie vor das Problem. Das wäre eine Geschichte, die würde ich, glaube ich, am liebsten anbieten. Nee, das wollen wir nicht, haben wir ja schon gesagt, auch wenn das willkommen ist. Das würde ich am liebsten in einer Situation machen, in der eine Revolte ausbricht. Das ist ideal. Wenn eine Revolte ausbricht, dann werden wir uns, denke ich mal, hier für eins von denen entscheiden, für die eins von den beiden. Also Ephesos wäre direkt in Nachbarschaft zu unserer Hauptliegenschaft. Das wäre schon mal sehr gut. Chios wäre auch in direkter Nachbarschaft, eine ziemlich wohlständige Insel hier von Gräfin Sibylla gehalten. Besitzt also hier eine Baronie, eine Stadt und eine Abtei in Ephesos. Ja, wäre zumindest ein zusätzlicher Bauplatz noch möglich. Das ist also eigentlich sogar die interessantere von den beiden Ansprüchen. So, Strategos Daniel könnte hier noch Kastamon bekommen, Heraklea. Ich glaube, dass wir aber nicht mehrere Sachen zugleich fordern können. Von daher müssen wir mal gucken. Unseres hat auf jeden Fall Vorrang. Das werden wir uns dann mal anschauen. Können wir mit dieser Fraktion noch irgendwie was erweitern? Jetzt ist sie wieder nur bei 98%, die anderen sind alle geringer verteilt. Ne? Dux Innocentios
Er ist uns einen Gefallen schuldig. Kann ich ihn irgendwie unterstützen? Nein, derzeit nicht. Ach krass, der führt eine Kaiserreichsfraktion an und ist unser... Nee, das ist gar nicht unser Dux, der ist tatsächlich ein direkter, muss auch ein direkter Vasall, verzeiht für das Räuspern. Das muss ja ein direkter Vasall von der Kaiserin sein. Verführungsfokus gewählt. Ja, ich glaube, mehr können wir derzeit gar nicht machen. Ja, Nikephoros hier, das wird immer noch nichts. Gräfin Zenobia kommt nicht voran. Da können wir ihr jetzt auch, glaube ich, keine Unterstützung irgendwie zukommen lassen. Wir können natürlich die Unterstützung stoppen. Ah ja, genau. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja Nikephoros hier in den Rat gehoben haben. Wir wollen ihn ja mehr an uns binden. Dann lasst uns das mal hier beenden, die Unterstützung. Dann werden wir ihr das schon mal mitteilen. So, fremde Intrigen, da müssen wir auch mal wieder drüber gucken, ob wir hier noch weitere Dinge unterstützen. Ich würde sagen, also diese Geschichte hier, die verlangen wir, dass das beendet wird gegen den ehrenvollen Dux. Wir halten zwar nicht viel von ihm, er nicht viel von uns, aber das macht jetzt wenig Sinn, dass wir ihn hier sterben lassen. Und ja, ich würde sagen, das lassen wir mal beenden. So, was haben wir denn noch? Dux Theokistos soll umgebracht werden, der Säufer. Können wir aber auch nichts machen. Ja, Anspruch auf Königreich Anatolien, das werden wir ihm jetzt ja wohl mal mitteilen, dass das nicht mehr drin ist, wenn wir uns jetzt hier um ihn kümmern. Das lässt Nikephoros bitte auch bleiben. Anspruch auf Herzogtum, oh, Zenobia, da bin ich ja sogar drin. Ach, das war gar nicht, ihn umzubringen, sondern Anspruch auf ihn zu erheben. Oh, verdammt, das könnte ich natürlich vielleicht, ja, wobei, es ist ein Risiko, wenn es entdeckt wird, aber bisher wurde es ja nicht entdeckt. So, Zenon will auch einen Anspruch auf uns durchsetzen, Verzeihung, das machen wir natürlich nicht mit, ansonsten der Rest kann mir, glaube ich, relativ egal sein. Okay, dann würde ich sagen, wir werden diese Intrige von Zenobia tatsächlich gleich nochmal unterstützen. Das ist zwar inkonsequent, was wir jetzt machen, aber das wusste ich nicht mehr, dass das nicht an sein Leben, sondern an dieses an diesen Anspruch gekoppelt war. Von daher, ja, werden wir das mal machen. Boah, ich habe es aber auch heute verzeiht. Ich muss mich ein wenig räuspern ab und zu, aber ich hoffe, es ist gleich vorbei. So, da sind wir immer noch drin. Plünderer sind eingetroffen. So, dann sind die auf dem Rückweg. Das ist auch gut. Das hatten wir alles gemacht. Forderung ist fair. Ja, also... Ach nein, ach, es gibt tatsächlich eine Fraktion, die töten soll. Die haben wir jetzt abgelehnt, genau. Und hier sind wir angeblich immer noch drin. Obwohl wir die Unterstützung doch eigentlich aufgegeben haben. Warum kommt denn da nichts? Also solange wir da noch drin sind, habe ich das irgendwie fehlgeklickt? Offenbar schon. Naja, dann ist es ja in Ordnung. Dann lassen wir das. Ist zwar nur 32%, das ist sehr, sehr wenig. Oder hatte sie noch was anderes, was wir an Unterstützung jetzt aufgegeben haben? Aber das kann doch gar nicht sein. Sie hat doch nur die eine Verschwörung. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Liebe Leute, es ist der 8. März 944. Es kehrt endlich mal Frieden in unserem Reich ein. Wäre es möglich? Nein, ein Gelage können wir nicht abhalten, denn wir haben... ist größer oder gleich November? Ach so, zwischen November und März wahrscheinlich irgendwie, ne? Oder November und Februar. Ich weiß nicht, wie genau die Regeln sind. Sommerfest können wir auch noch nicht abhalten, da wir kleiner als August. Hä? Das ist ja eine unvollständige Regel. Größer als oder gleich November? Dann wären ja alle Monate im Jahr automatisch zutreffend. Das kann ja nicht sein. Da braucht es ja eine Zusatzregel, wie hier zum Beispiel beim Sommerfest, ist größer oder gleich als Mai.
größer als oder gleich Mai und kleiner als August, sodass man weiß, dass es von Mai bis August gilt. Sehr strange. Ich glaube, wir werden dieses Jahr wirklich mal ein Sommerfest abhalten. Das macht wirklich Sinn. Einen Schmied müssen wir jetzt nicht suchen. Ein Buch schreiben halte ich ehrlich gesagt auch nicht für angemessen. Wir sind jetzt hier nicht die Bücherfanatikerin. Wir haben ja Spaß an der Jagd unter anderem. Also von daher. So, die Lehrzeit von Klein Theodora ist abgeschlossen. Es scheint, sie hat die grundlegenden Kenntnisse erworben. Ja, das ist ein okayes Ergebnis. Und sie hat am Ende hier allem Anschein nach eine ziemliche Vorliebe für das Verschlagene und Manipulative entwickelt. Ja, als ob wir das aus ihr herausprügeln würden. Das ist doch genau in unserem Sinne. Sehr schön. Gut, gehen wir mal auf Geschwindigkeit 4, denn es gibt ja gerade nicht allzu viel zu tun. So, Rat um Unterstützung bitten von Maximus. Nö, was will ich mit dir? Ehrlich gesagt, nein. Ja, Prinz Gennadios, unser zweiter Sohn, hat immer noch kein Land. Wir könnten ihn einkerkern, sehe ich hier. Aber es ist unser Sohn. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, ja, mit Bosporius zusammen der einzige männliche Sohn. Und wir lieben ihn nach wie vor. Das bringe ich nicht übers Herz. Wir sind zwar grausam und eher besessen, was ziemlich eigenartig ist. Wir könnten ihn vielleicht sogar exkommunizieren lassen, aber nein, das geht A nicht und B würde ich das auch nicht machen. Ja, einkerkern. Ja. Würde man das, kann man das irgendwie rechtfertigen aus ihrer Sicht? Ich glaube, nein. Also sie mag ihn halt noch wirklich stark, weil es ihr Kind ist. Er hat sich unehrenhaft verhalten, er ist ein bekannter Mörder, keine Frage. Aber, naja, ja, ist jetzt die Frage. Also sie ist ja auch gerecht, ne? Sie ist auch gerecht und im Zusammenhang mit grausam würde ich schon allgemein erstmal sagen, dass das dazu führt, dass sie Gerechtigkeit auch unter Umständen sehr grausam interpretiert und durchsetzt, also ohne Rücksicht auf die Umstände. Und dann wird es natürlich wieder kompliziert mit Prinz Gennadios. Ich meine, man könnte sogar argumentieren aus reinem Machtkalkül, dass so ein landloser Sohn sowieso eigentlich ein Problem für sie ist. Sie kann ihm auch kein Land geben, da sie die Domänen hier alle für sich selbst beanspruchen muss, aufgrund ihrer eigenen Macht. Und da wir ihn jetzt auch nicht irgendwie als Söldner abstellen können, er hat nämlich keine militärische Ausbildung, wir können ihn nicht das Gelübde aufnehmen lassen, weil er eben verheiratet ist unter anderem. Hä? Er ist ein Gefangener? Eine Blutlinie, die vom Papsttum befürwortet wird? Ach so, einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Also er müsste unverheiratet sein. Ja, oder ein Gefangener? Ach so, oh, ah, okay. Ich kann ihn zum Gelübde nehmen auffordern, sobald ich ihn in den Kerker werfe. Oh, das ist natürlich spannend. Dann würde ich ihn quasi grausamerweise von seiner geliebten Prinzessin Julia trennen. Aber ja, meinen besessenen Sohn loswerden. Ja, auch wenn wir den Sohn nach wie vor lieben, wenn es unser Kind ist. Aber ich glaube tatsächlich, diese Verbindung Gerechtigkeit zusammen mit Grausamkeit. Er hat einen Mord begangen. Ich glaube, das lässt Sergia schon länger grübeln und ich glaube, sie entscheidet sich jetzt genau das zu tun. Sie wird ihn also einkerkern lassen. Das heißt also, wir werden mal gucken, wo er sich befindet. Wartet. Wo befindet er sich? Wo steht das nochmal? Am Hof in Smyrna, genau. Also bei uns. Das heißt, wir werden dort Revolten unterdrücken, werden ein bisschen Zeit verstreichen lassen hier, damit das dann auch eingerechnet wird. Und jetzt dürften wir ja, ihn mit 89% in den Kerker bringen, denn er ist ein bekannter Mörder. Es tut mir schrecklich leid, aber es geht nicht mehr. Ausgezeichnet, er mag uns natürlich jetzt überhaupt nicht mehr.
Und jetzt können wir ihn auffordern, ein Gelübde aufzunehmen. Und das ist schon wirklich ziemlich grausam, so einen fähigen Intriganten und unseren eigenen Sohn hier ins Kloster gehen zu lassen. Aber ganz ehrlich, vielleicht kann er sich da bessern lassen oder sich selber bessern. Von daher würde ich sagen, dazu fordern wir ihn auf. Das heißt also, Gennadius wird aus dem Gefängnis entlassen. Wir verlieren Pietät, das ist aber nicht ganz so dramatisch, aber sicher. So. Ja, sehr grausam. Also als Gennadius schreiend und fluchend aus der Haupthalle gezerrt wird, schwört er, dass er eines Tages zurückkehren wird und Rache nehmen wird, um das zurückzufordern, was er als sein Geburtsrecht ansieht. Und sei es mit Gewalt. So, es musste getan werden. Er ist jetzt ein Mönch. Ein besessener Mönch, möchte ich hinzufügen. Das ist auch eine interessante Kombination. Ja, mal schauen, ob wir jetzt Ruhe vor ihm haben oder ob er tatsächlich noch irgendwie hier wiederkommt. Wo befindet er sich jetzt? Am Hof in Schikla. Er ist jetzt in Schemacha unterwegs. Beim Abt von Schikla ist er jetzt untergekommen. Sehr interessant. Da müssten wir natürlich gucken, dass wir vermutlich jetzt eine gute Beziehung zu Abt Kyros aufbauen. Am besten wäre natürlich, ja, ich glaube, wir schmieren ihn. Ich glaube, das ist unserer Grausamkeit, vor allen Dingen auch unserer Hinterlist irgendwie geschuldet. Wir wollen, dass wir eine gute Beziehung zu ihm haben. Und 46 mehr, ja, das ist doch ganz gut. Dann haben wir vielleicht hier jemanden, der direkt die Ereignisse hier in der Abtei von Schikla überwachen kann. Und Gennadius hier gut unter Kontrolle hat. Ich glaube, mehr können wir jetzt aber nicht machen in die Richtung, ne? Ne, bei Gennadius auch nicht wirklich. An den Hof einladen. Würde er, habe meine Berufung gefunden, alles klar. Nur wenn er das so sieht, das hörte sich eben noch ganz anders an. Naja, so, es klang alles wie eine weitere von Bardas paranoiden Wahnvorstellungen, aber ich musste zustimmen, dass das Essen einen seltsamen Geschmack und einen sehr seltsamen andauernden Nachgeschmack hatte, als er mich zum Dinner eingeladen hat. Jemand könnte versuchen, Bardas zu vergiften, unseren einzigen Freund der Zeit. Ja, ihr braucht meine Hilfe und ihr werdet sie bekommen, also unseren einzigen Freund lassen wir hier nicht im Stich. Gut, liebe Leute, dann lasst uns jetzt noch einmal hier nach der Charaktersuche schauen, ob sich hier irgendwas getan hat. Ah, Aniketos, der Graf von Rhodos. Oh Gott, der hat Lustbläschen und Krebs. Ist ebenfalls wie wir übrigens gerecht und grausam, aber nicht hinterlistig, ein zäher Soldat. Der wäre jetzt zum Beispiel hier ein relativ alter Mann mit Krebs. Da könnte er also früh sterben. Haben wir sonst noch jemanden? Ja, einen 41-jährigen Prinzen, der jetzt da irgendwie zur Herrscherdynastie gehört. Der Strategos Daniel. Würde uns das was bringen, irgend so einen Prinzen zu verführen? Eigentlich auch nicht, ne? Der besitzt zwar eine Grafschaft und eine Baronie, aber ich würde mal vermuten, dass dieses Haus sowieso nicht mehr lange am Kaiserreich ist. Also das schätze ich ja dann, denke ich mal, schon recht realistisch ein. Wir könnten den Strategos Daniel heiraten, den ehrgeizigen Besitzer des Themas von Paphlagonien. Gut, das Thema wird ja sowieso dann an uns zurückgeführt, wenn er stirbt. Das können wir ja eh nicht erben, weil es kein vererbbarer Titel ist. Die Grafschaft Ankyra, also heute Ankara wahrscheinlich. Und die Grafschaft Menorca besitzt er. Dort sind natürlich seine Söhne wahrscheinlich drin, würde ich mal schätzen. Niphon. Naja, es wurde dem Halter verliehen. Und wenn sein Sohn sterben würde, das ist er doch, ne? Niphon. Oh, liebe Leute, wenn wir den Sohn umbringen würden, guck mal, er hat
hat eine 32-jährige Frau, die gestorben ist. Wenn wir seine Frau sind, Moment mal, dann kann er kein Kind mehr bekommen, weil wir über dem gebärfähigen Alter liegen. Also es gibt vielleicht auch noch ganz kleine Ausnahmen und Zufälle, aber ich denke, das ist sehr wahrscheinlich, dass dann daraus kein Kind mehr entstehen kann aus dieser Ehe. Würde er dem zustimmen? Eine Heirat. Ja, würde er. Meine Güte, liebe Leute. Und dann müssten wir heimlich Niffon umbringen. Und wenn wir seine Ehefrau sind, dann gibt es wahrscheinlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir an den Sohn drankommen. Boah, ist das verschlagen. Der ist 2 Jahre alt. Dann wird der nachher irgendwie erstickt oder sowas. Grausam. Aber das passt zu uns. Wir sind ja grausam. Wir sind grausam. Ich spiele Sergia auch sehr machtbewusst. Sie hat ja wirklich einen strategischen Plan. Also ja. Ja, liebe Leute, das machen wir. Gut, dass ich nochmal reingeschaut habe zum Ende der Folge. Heirat arrangieren. Jetzt bin ich schon fast nervös hier. So, gucken wir mal, ob er dem letztendlich zustimmt. Ich denke ja. Ein Titel wurde erschaffen. Ja. Die Heirat ist vollzogen. Ja, ein neuer Mann. So, mein lieber Freund. Und ja, das Thema wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt hier gucken, die Grafschaft Ankyra. Genau, Niffon. Danach würde Demetra kommen und Basilike. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie wird denn das Grafschaft Ankyra durch Erbschaft erworben? Erbfolge steht hier. Kann ich mich da irgendwie zwischendrängeln? Bin mir jetzt gar nicht sicher, oder habe ich mich jetzt vertan? Dann ist das natürlich jetzt hier Quatsch gewesen. Den wir vorher aus dem Rad geworfen haben. Ja gut, mein Gott, ne? So, wir sind Ehefrau und Lehnsherrin zugleich. Das ist auch eine interessante Kombi, das habe ich auch noch nicht gesehen. Na gut, Zydeke haben wir. Ja, Niffon. Angeblich nur 61%, aber wir probieren das trotzdem mal aus. Wir könnten natürlich unseren Fokus nochmal ändern, aber ich weiß nicht, ich will lieber sehen, ja, dass wir uns hier ein bisschen beruhigen. Man kann natürlich sagen, dass sich das jetzt hier erledigt, aber wir können sowieso von 946 nicht mehr verändern. Da können wir vielleicht tatsächlich auch wieder die Intrige forcieren. Die würden uns nämlich alle hier nicht unterstützen. Gut. Dann lassen wir das erstmal so. Ich denke, wir können unsere Intrige ganz gut vor ihm verbergen. Vielleicht bringt uns das sogar noch einen Titel ein. Ein Versuch ist es wirklich wert. Oh, Gräfin Georgia von Sinope hat eine Affäre zwischen Daniel und Chrysogene aufgedeckt. Despot Daniel? Direkt nach der Heirat? Das bricht mir das Herz. Das wird jetzt bestimmt die Meinung total runterziehen. Logischerweise. Ja, er wurde doch besiegt, Varam. Die Basilissa, ist erfolgreich gewesen. Und der Aufstand kommt nicht hier. Diese Fraktion ist zwar stark, aber offenbar immer noch nicht stark genug. Der Rat ist immer noch unzufrieden bis 7. November 944. Aber es passiert leider nichts. Das ist sehr, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Das ist natürlich wirklich traurig. Tja, der mit seinen kleinen 3 Jahren, den können wir nur mit 61% Verschwörungsstärke. Warum eigentlich? Bist du hier irgendwie nicht am Hof? Ach, der ist am Hof von Ankyra. Können wir den nicht an den Hof einladen oder sogar das Kind ausbilden? Wenn wir das Kind ausbilden, kommt er doch automatisch zu uns am Hof, oder? Ich glaube, das ist damit impliziert. Wir können ja auch sagen, als Frau nehmen wir jetzt selber mal die Ausbildung in Angriff. Ganz uneigennützig, im Übrigen. Ja, das macht er. Aber angeblich steigt dadurch die Verschwörungsstärke nicht an. Das finde ich jetzt ein bisschen eigenartig. Ich werde das mal abbrechen und irgendwie wieder ja, Grafschaftstitel entziehen geht auch nicht von denen. Ist der hier irgendwo drin in der Tötungsliste? Anspruch auf Kaiserreich. Oh.
wir könnten probieren, ob wir einen eigenen Anspruch sogar sammeln. Wir hätten potenziell 217% Verschwörungsstärke. Ich glaube, boah, das habe ich jetzt ja noch gar nicht gesehen, diese Möglichkeit, liebe Leute. Wird Sergia das Ultimative machen? Wird sie quasi diese junge Basilissa mit ihren 10 Jahren versuchen, vom Thron zu stoßen? Ist sie so machtbewusst und gierig? Tja, liebe Leute, das werden wir erfahren. Aber erst in der nächsten Folge und in der nächsten Staffel. Oh Gott, schon wieder so ein riesen Cliffhanger. Aber es ist ja wirklich spannend. Es haben sich hier spannende Dinge entwickelt. Und wir werden das Ganze dann in den nächsten Folgen der nächsten Staffel dann nochmal genau uns anschauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.